Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Star Trek Frontiers The Return of Khan und befinden uns in Runde 4 von Khans Quest. Letztes Mal konnten wir das Weltall gut erkunden. Wir konnten einige Raumstationen einnehmen. Wir konnten auch gute Crewmitglieder rekrutieren. Jetzt ist es an uns, die Verfolgung von Khan aufzunehmen, denn er ist relativ nah ans Wormloch gekommen. Allerdings werde ich das nicht gleich machen, ich habe vorher noch etwas vor und das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche viel Spaß dabei. Verschaffen wir uns einen kurzen Überblick. Kahn ist schon relativ nah. Zum Wurmloch gekommen. Wir sind weit, weit hinter ihm. Wir sollten auf alle Fälle die Verfolgung demnächst antreten. Doch ich möchte vorher noch einen kleinen Abstecher hier zu dieser romulanischen Raumstation machen, um noch etwas zu rekrutieren. Allerdings reicht es nicht, wenn ich angrenzend bin. Ich muss in die Raumstation hineinfliegen, wenn ich rekrutieren möchte. Und deswegen brauche ich zwei Bewegungspunkte, die ich auf alle Fälle zusammen bekomme. Schauen wir uns gleich jetzt an. Die Bewegung erzeuge ich hier ganz normal mit Explore. Zwei Bewegungspunkte mehr brauche ich nicht. Als nächstes möchte ich rekrutieren. Da benötige ich jede Menge Diplomatie, die ich denke ich mal auch recht gut mit diesen Karten zusammenbekomme. Ich werde diese Runde versuchen, große Züge zu spielen. Das heißt Züge mit vielen Karten, damit ich schneller durch mein Deck komme und damit schon wieder in die nächste Runde hineinkomme. Grund ist ganz einfach, dass Khan nur noch zwölf Karten zur Verfügung hat. Von Anfang fänglich 36. Das heißt, er wird sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um bis zum Wurmloch zu kommen. Und damit ich halt noch hier und da ein paar Gelegenheiten habe, sollte ich halt nicht die Zeit vergeuden, indem ich hier einfach nur kleine Züge mache und brauche halt die großen Bringer. Noch wie erwähnt, ich möchte rekrutieren und brauche jede Menge Diplomatie. Denn ich möchte gerne Shinson haben und zwar auf der Romulanischen Raumstation. 10 Diplomatiepunkte aufgrund dessen, weil mein Ansehen auf minus 3 ist, benötige ich sogar 13 Diplomatie, um Shinson zu bekommen. Und ich brauche auf alle Fälle auch Daten. Und da werde ich so einen roten Datenwürfel gleich mitnehmen. Spielen wir also so viel Diplomatie, dass wir mindestens 13 zusammen bekommen. Ich habe einmal Diplomatie 4 für den starken Effekt. Dann habe ich mit Commander Riker Diplomatie 4 bin ich bei 8 und dann habe ich unseren Kirk für den normalen Effekt. Diplomatie 4 bin ich bei 12, muss ich aber eine Karte ablegen. Das wird hier die Battle Station sein. Ich glaube nicht, dass ich allzu viel kämpfen werde in dieser Runde. und jetzt brauche ich nur noch eine Diplomatie. Ja, aber was auch immer, ich nehme hier nochmal zwei Diplomatie mit Intimität und nicht den starken Effekt, sodass mein Ansehen oben bleibt. Damit habe ich die mindestens 13 Diplomatie zusammen, um Shinson zu rekrutieren. Sehr cool, der wird mir hoffentlich gegen Kane hilfreich sein. Räumen wir noch auf, alle gespielten Karten in die Ablage, würfel neu werfen und wir haben gelbe Daten, welche das Ganze hier im Datenkern etwas bunter macht ziehen wir noch Karten nach. Wir haben ein Handlimit von sechs. Sind auf einer romulanischen Station. Zwei haben wir also um zwei erhöht auf acht. Können wir nochmal fünf Karten nachziehen und wir bekommen romulanisches E, die Shockwave, Engineering Breakthrough, Empathy. Oh, das wäre natürlich vorher nett gewesen, aber okay. Und der Isolytic Burst. Zu guter Letzt unsere Challenge-Karte. Die hatten wir noch aus der letzten Runde. Die werde ich auch lassen, denn ich habe nicht gegen einen Gegner tuggen jetzt gekämpft. Muss sie also nicht ablegen und ich habe auch nicht vor, demnächst zu kämpfen. Deswegen werde ich bis auf Weiteres diese Karte einfach weiter im Spiel lassen, bis wenn ich irgendwann mal gegen einen einzelnen Gegner antrete. Kanistan wird er sich weiter bewegen? Nein, er wird versuchen, seine Pets einzusetzen. Rot oder gelb möchte er gern. Das ist weiß, das bringt ihm gar nichts. Wir sind an der Reihe, und zwar werde ich mich bewegen, und ich werde sogar gefährlich nah an Kahn heranfliegen, und zwar bis zu diesem Außenposten. Er hat eine Angriffskarte, welche auf zwei Felder geht, und die ist noch nicht raus. Sollte sie kommen dann werde ich mich früher den Kampf stellen müssen, als mir lieb ist. Aber ich denke mal, ich bin auch bereit, wenigstens um ein paar Gegner wegzumachen. Das würde mir ja schon mal helfen. Man muss sie ja nicht auf einmal alle wegmachen. Doch vielleicht habe ich auch Glück und er zieht einfach weiter. Das ist eher meine Hoffnung. Deswegen, ich werde jetzt bis zu diesem Außenposten fliegen. Brauche vier Bewegungspunkte. Die Bewegungspunkte bekomme ich einmal. Zwei Stück über den Föderationsoffizier und des Weiteren über den normalen Effekt von. Full speed ahead. Fliegen wir also hier zu diesen Außenposten und dort möchte ich jetzt gerne rekrutieren. Auf dieser Sternenbasis ist nur Donatra verfügbar. Sie hat aber einen coolen Langreichweitenangriff und den möchte ich gern haben. Kostet mich aber 6 Diplomatie. Mein Ansehen ist auf minus 3 immer noch im Keller. Somit brauche ich sogar 9 Diplomatie und ich brauche wieder Daten und erneut rote Daten. Und wie erwähnt, ich werde viele Karten diese Runde spielen. Da gehören natürlich auch welche seitlich dazu. Wir bekommen eine Diplomatie. Wir nehmen die Empathie mit, mit fünf Diplomatie und deswegen die roten Daten. Sind wir bei sechs und am Ende bekomme ich noch zwei Ansehen. Sehr cool. Wäre mir vorher natürlich lieber gewesen, hätte ich etwas Diplomatie gespart. Doch ich brauche noch drei weitere. Dann nehme ich genau diese drei Karten alle. Seitlich, somit habe ich die neuen Diplomatie, die ich benötige für Donatra, aber ich habe kein freies Command Token, muss ich also jemanden ausmustern und das wird der Föderationsoffizier sein, der geht weg, Donatra geht rein und ist aber wieder bereit, auch wenn ich den Föderationsoffizier vorher benutzt habe. Räumen wir noch auf und bekommen blaue Daten. Na, jetzt wird es doch richtig bunt. Und wir bekommen am Ende noch zwei Ansehen. Dazu sind wir auf Minus 1. Füllen wir noch unsere Kartenhand auf. Hand Limit 6. Mehr ist nicht. Wir stehen nicht mehr bei einer Romulanischen Starbase. Somit vier weitere. Wir haben Schilder. Aber was zu bewegen, das ist gut. Was zu so reparieren, das brauchen wir nicht. Und wir haben nochmal Fernkampf und Bewegung. Challenge Card werde ich so lassen. Werde ich nicht austauschen. Kahn ist wieder am Zug. Jetzt hoffe ich natürlich nicht auf die Angriffskarte mit zwei Felder Reichweite. Nein, das ist sie nicht. Es ist eine Bewegungskarte. Doch vorher nimmt er sich gelbe Daten, macht sowieso wieder violett raus, wie ich ihn kenne. Und nein, ein Joker, sehr gut. Und danach bewegt er sich vorwärts links um ein Feld. Vorwärts links heißt hier in den Nebel hinein. Mein nächstes Bestreben ist eigentlich in der klasse K-Planet. Es sind sogar zwei. Vielleicht hier außenrum, dass ich nicht ganz so nahe bei ihm dran bin, um noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Wenn ich es schaffe, beide Planeten für mich zu erobern, denke ich mal, reicht das noch für ein Level-Up. Aber da brauche ich einiges an Bewegungspunkten. Bevor ich aber jetzt meinen Zug starte werde ich im Zug von Kahn, der jetzt stattgefunden hat, hier diesen Außenposten ein klein wenig unter Druck setzen, um hier zwei extra Karten zu sichern. Dies wird natürlich nicht gern gesehen. Erneut ein Ansehensverlust. Kirk ist wirklich kein Netter hier in diesem Spiel. Doch hoffentlich bringt ihm diese ganze Sache etwas. Ja, Kahn, er wird selber nochmal aktiv und wir bekommen das synthesized data auch. Ja, Datenkristall ist auch Mangelware bei mir, bräuchte ich auch ein paar. Okay, jetzt beginnt mein Zug. Was mache ich? Ich werde mein Vorhaben weiter durchführen. Das heißt, ich möchte zum Klasse K-Planeten, allerdings nicht über dieses Feld. Das wäre nämlich angrenzen zu Khan, das wäre zu gefährlich. Ich gehe hier über dieses Raumdock. Sind 1, 2, 3 Felder, brauche ich sechs Bewegungspunkte. Bin ich immer noch auf zwei Felder Distanz, also immer noch nicht außer Gefahr, aber ich kann mir einfach jetzt nicht den Luxus leisten, hier einfach zu warten, dass eventuell kahn mal hier einen Schritt nach vorne wandert. Ich muss es einfach riskieren. Okay, dann sechs Bewegungspunkte, die kriege ich zusammen und komme dann hier hin. Die Bewegung erzeugen wir über diese Karte seitlich gespielt. Dann welche nehmen wir noch? Wir nehmen diese Karte seitlich gespielt sind zwei und dann nehmen wir Explore. Für den starken Effekt. Der Datenkern sieht ja diesmal gut aus. Ich nehme den blauen Würfel und habe jetzt in Summe sechs Bewegungspunkte. Im Orbit dieses Klasse-K-Planeten angekommen, werde ich jetzt ein Außenteam herunterbeamen in der Hoffnung, diesen Planeten übernehmen zu können. Bevor ich gleich das Token für den Planeten ziehe, muss ich mein Außenteam zusammenstellen und ich werde alle Crewmitglieder mitnehmen, die ich kann. Ich muss sie ja nicht aktivieren, passiert ja nichts. Außer dass sie halt Wunden kassieren, wenn ich sie halt in den Kampf schicke. Das heißt, wir nehmen den Captain mit, damit ich auch Zugriff habe auf die Fähigkeiten. Wir nehmen Herrn Donatra mit, wir nehmen Herrn Gul Dukat mit und wir nehmen auch Shinzo mit. Weiger kann ich nicht mitnehmen, er wurde diese Runde schon aktiviert. Einen Ansehensverlust muss ich mir nicht schreiben, wenn ich auf einen Planeten beame. Den würde ich nur bekommen, wenn ich ein Basisteam, also ohne Crewmitglieder oder Captain, herunterbeame und dann wird das Ganze ein Fehlschlag. Dann würde ich zwei Ansehen verlieren, aber da bin ich jetzt erstmal safe. Ob ich aber hinsichtlich der Gegner jetzt safe bin, das werden wir gleich sehen. Wir bekommen, oh, was ist das denn? Okay. Oh, uh, ich glaube, die kriegen wir bezwungen. Das schaffe ich sogar ohne großen Aufwand. Zuerst käme jetzt die Diplomatiephase, müssen neuen Diplomatie erzeugen. Übrigens, das Ansehen zählt hier nicht mit hinein, wenn ihr auf einen Planeten runterbeamt. Doch ich kriege trotzdem diese neuen nicht zusammen. Kommen wir in die langreichweiten Phase und da komme ich auf alle Fälle hin. Denn ich habe Donatra mit einem langreichweiten Angriff von zwei modifiziert, es ist eine Karte, die ich spiele und ich kann jeden Angriffstyp mit 3 erhöhen, somit auf 5 und das reicht direkt, um diese zu bezwingen und Superior Intellect funktioniert definitiv nicht. Räumen wir noch auf, unsere Crewmitglieder kommen wieder an Bord der Enterprise. Fähigkeit geht wieder rüber und Karten, in die Ablage, Würfel neu werfen und wir haben schwarze Daten. Datenwürfel wieder zurück. Wir bekommen unsere Belohnung in Form einer Undiscovered Card für diesen Planeten card da wir ihn für die Föderation gewinnen konnten. Und da haben wir zwei nette. Einmal bekommen wir hier Datenkristalle, müssen einen bezahlen und können uns zwei dafür nehmen. Ist immer cool, vor allen Dingen, weil ich wenig Datenkristalle habe. Aber ich denke mal, die Karte hier oben, um. Die Verteidigung von mehreren Gegnern zu reduzieren, wird mir gegen Karl auf alle Fälle hilfreich sein. Ja, diese Karte möchte ich haben. Dann schauen wir, was wir hier bekommen. Oh, auch das ist nicht schlecht mit Langreichweitenangriff. Na, man weiß, ein Planeten habe ich ja noch vor mir und wir bekommen auch noch fünf Erfahrungspunkte. 1, 2, 3, 4, 5, sind wir auf 56. Na, könnte knapp werden mit dem Level Up. Nicht zu vergessen, unser Transporter-Token geht weg. Dafür kommt jetzt hier so ein Schildplättchen drauf, damit wir auch nicht vergessen, dass wir diesen Planeten schon für uns gewonnen haben und nicht nochmal erobern können. Die neue Karte geht oben auf unser Deck. Wir ziehen gleich wieder nach. Haben wir sechs Karten, unser Handlimit voll. Unsere Challenge-Karte, die müssen wir jetzt wechseln. Denn es war ein einzelnes Token, hatte jetzt keinen Effekt für ihn, aber das war auch die letzte Karte. Wir sind einmal durch das Deck durch, dann mischen wir einfach jetzt die komplette Ablage wieder neu und ziehen wieder von vorne los für die nächste Runde. Okay, mit Diplomatie kommen wir also beim Klasse-K-Planeten nicht so leicht durch, ist aber glaube ich eh nicht mein Bestreben. kahn ist dran, wird er angreifen auf zwei Felder Reichweite. Nein, er wird seine Tierchen verwenden, nur Rot nützt ihm was und da ist der rote. Khan muss somit weichen. Ich bin ganz froh, dass ich nicht The Return of Khan gespielt habe, sonst hätte er jetzt schon jede Menge zusätzlicher Crewmitglieder an Bord. Wir sind wieder an der Reihe und ich treib's auf die Spitze. Ich möchte auch noch den Klasse-K-Planeten von dieser Seite haben. Allerdings werde ich hier rüberfliegen, bin ich immer noch auf zwei Felder Distanz zu Khan, also immer noch in Schlagdistanz. Aber ich glaube, ich wäre bereit für ein Gefecht, um wenigstens ein paar Gegner zu bezwingen. Deswegen werde ich das Risiko eingehen. Werde mich aber jetzt hierhin bewegen, durch den Planeten durch, kosmisch drei Bewegungspunkte, hierhin brauche ich fünf Bewegungspunkte. Zum Start meines Zuges bekomme ich über das Raumdock noch ein weißes Datentoken als Joker. Holen wir uns unsere fünf Bewegungspunkte. Und zwar wie folgt. Ich werde hier Bewegung 2 und das brauche ich nicht, doch das brauche ich. Das ist natürlich schwierig. Wenn jetzt Kahn kommt, hätte ich diese Karte nicht mehr. Dann werde ich mich zurückziehen. Dann werde ich tatsächlich Verletzungen hinnehmen und die werde ich dann reparieren müssen. Ja, ich werde es riskieren und werde jetzt hier und hier diese fünf Bewegungspunkte erzeugen. Fliegen wir durch den Planeten durch. Drei, zwei, fünf an diese Stelle und dann möchte ich hier hinunter beamen. Bevor ich aber runter beame, würde ich gern Donatra ready machen. Über diese Karte habe ja hier noch dieses Datendom. Die Frage ist: Brauche ich das überhaupt? Ich habe immer noch Shinson für Langreichweitenangriff 4 plus 3 sind 7. Ich weiß aber nicht, was da unten auf mich lauert. Ach, könnte stärker sein. Ich Nein, das will ich nicht riskieren. Das heißt, ich spiele diese undiscovered Card und mache Donatra wieder ready. Danach beamen wir wieder. Den Captain, Donatra, äh, Ghoul, Ducat. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen, aber ich nehme ihn halt mit und Shinson auch noch. Erneut ein Klassiker Token. Und ja, die sind ja noch leichter. Irgendwie hatte ich die Stärke in Erinnerung, aber ich glaube, das waren dann die. Klasse L-Planeten. Okay, dann nehmen wir diese so in Kauf. Und dann machen wir das genauso wie beim letzten Mal. Diplomatie überspringen wir, Langreichweite, Donatra 2 und Plus die 3 über die Fähigkeit. Captain habe ich ja mitgenommen, habe ich diese im Langreichweiten-Kampf besiegt und damit kriege ich die Belohnung in Form einer Undiscovered-Card und erneut der Erfahrungspunkte. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ich habe hier noch Synthesizer Data und ich habe noch keinen Würfel verwendet und den werde ich auf alle Fälle mir noch holen. Da leider nur Rot drin ist und Rot habe ich schon zwei Kristalle, nehme ich einen Joker und verwende diesen als blaue Daten. Darf ich mir eine Kristallfarbe aussuchen und ich möchte gern blau, weil ich denke mal mit Blauen, da habe ich am meisten an Discovered Cards und auch sehr gute Karten kommen alle wieder zurück. Wohlbehalten. Nichts ist passiert. Donata hat quasi noch mal Leingang zwei Planeten annektiert. Sehr, sehr cool. Und dann können wir hier alles abräumen und bekommen rote Daten in den Kern. Legen wir die roten Daten zurück, nehmen uns unsere Belohnung in Form einer Undiscovered Card. Der Systemzugang ist sehr cool, weil halt die Resistenzen umgangen werden können und zusätzlich noch Langreichweitenangriff. Allerdings ist diese Karte. Ich denke mal, vielleicht sogar besser, weil ich dadurch zwei Token von einer Farbe meiner Wahl haben kann. Und da ist es nicht eingeschränkt, dass es unbedingt die Basisfarben sein sollen. Das kann also auch schwarz oder violett sein. Und deswegen, ja, ich werde sie mal nehmen. Ich hoffe, dass sie mir hilft. Ich habe ja vielleicht noch die Möglichkeit, in der nächsten Runde noch eine weitere Karte zu holen. Okay, dann haben wir hier Challenging. Okay. Erfahrungspunkte gibt es zum Schluss auch noch. Vier Stück. Zwei, vier. Ach, es reicht leider nicht für ein Level-Up. Markieren wir uns noch den Planeten. Bin ich sehr zufrieden, wie das hier unten bei uns aussieht. Ich hoffe nur, Kahn hält die Füße still. Neue Karte legen wir oben drauf. Wir haben Handlimit von sechs. Das heißt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das passt genau. Ah, okay. Ich glaube, ich habe mich jetzt übernommen. Wenn jetzt Kahn tatsächlich angreift, Bleibt mir nur der Rückzug. Ich glaube, damit ja, schaffe ich vielleicht einen Gegner, aber dann würde ich so viele Verletzungen auf die Hand kriegen, dass ich einen totalen Systemausfall hätte. Challenge Card muss noch getauscht werden. Wir hatten eine Begegnung. Und jetzt haben wir diese. Ja, Warbirds bringt uns nichts mehr. Ich glaube auch nicht, dass wir großartig jetzt noch Einzelgegner haben werden. Es sei denn, ich greife tatsächlich noch einen Klasse-M-Planeten an, der auch gleich neben mir ist. Die Möglichkeit bestünde auch noch. Dann würde ich die restliche Erfahrung bekommen. Okay, muss ich drüber nachdenken. Als erstes ist kein dran. Denn vielleicht muss ich ja gar nicht mehr darüber nachdenken, wenn er mich jetzt eh angreift. Und oh nein, es sind nochmal Pets. Er geht aber auch nicht voran. Er bleibt an Ort und Stelle, was auch nicht unbedingt so gut ist. Würfeln muss ich nicht mehr. Alle beide markierten Crewmember sind schon weg. Das Ungünstige an seiner Position ist tatsächlich, dass er mir hier den Weg zu dieser romulanischen Basis abschneidet. Ich möchte gerne meine nächste Runde irgendwie angrenzen, dort beginnen, um eine große Karte in Hand zu haben. Das ist mir aber nicht möglich. Ich habe noch eine recht gut gefüllte Karte in Hand. Ich werde noch einen Zug spielen und danach wahrscheinlich das Rundenende einläuten. Und Kirk wird der Böse am Ende sein, denn ich habe jetzt tatsächlich vor, den Klasse M Planeten dort hinten zu unterwerfen, um noch ein bisschen Erfahrungspunkte zu bekommen. Aber nicht von der Stelle, wo ich mich jetzt befinde, bin ich ja immer noch auf zwei Felder Distanz und die Gefahr, dass er jetzt irgendwann diese Angriffskarte zieht, ist mir einfach zu groß. Und deswegen werde ich noch zwei Bewegungspunkte hierhin investieren. Da bin ich auf drei Felder Distanz, damit kann ich leben. Und danach werde ich diesen Klasse-M-Planeten unterwerfen. In die Bewegung auf das Feld brauche ich zwei Bewegungspunkte. Ich habe Full Speed Ahead, normaler Effekt, das funktioniert. Des Weiteren, wenn ich dann gleich jetzt den Planeten unterwerfe dann muss ich ein Token des Dominion ziehen, also eine Dominion Starbase und da es ein einzelnes Token ist, gilt auch hier wieder die Challenge Card mit zwei verbesserter Panzerung. Doch bevor ich das gleich mache, ich muss ein wenig Vorbereitung treffen. Ich habe eine gute Kartenhand, was mir gestattet, vor allen Dingen neue Datenkristalle zu bekommen. Und da spielen wir das wie folgt. Ich möchte diese Fähigkeit anwenden, bringt mir einen roten Datenkristall in das Inventar und einen blauen Datenkristall in den Spielebereich. In diesem verwende ich für Creativity den starken Effekt. Dieser Effekt gestattet mir, zwei Datenwürfel aus dem Kern zu nehmen, diese auf eine Seite zu drehen, die ich gerne möchte. Das wird gelb und schwarz sein. Wir bekommen die entsprechenden Datentoken und diese Würfel gehen dann ungewürfelt in den Datenkern zurück. Aber Erst am Ende des Zuges. Der Einfachheit halber habe ich das in den vergangenen Zügen immer gleich zurück platziert, weil ich da meistens schon meinen Datenwürfel, den ich im Zug E nehme, schon genommen habe. Hier ist die Reihenfolge anders. Und wenn ich dann meine normalen Würfel nehme, habe ich nämlich nur noch Zugriff auf diese beiden. Und deswegen kommen diese auch erst am Ende des Zuges hier in den Datenkern zurück. Diese beiden Datentoken, die verwende ich. Für diese undiscovered Card für den starken Effekt. Gelb und Schwarz. Ich bekomme drei Datenkristalle, irgendeiner Basisfarbe. Achtung, es gilt nur Rot, Gold oder Blau direkt in mein Inventar. Und da möchte ich zwei gelbe haben. Ich habe einige gelbe Undiscovered Cards und bei den Aktionskarten habe ich einiges an blau, deswegen noch einen blauen Rot macht keinen Sinn, da bin ich auf dem Maximum. Und nun habe ich meine Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt unterwerfe ich diesen Klasse M-Planeten. Dadurch schießt sich Kirk ansehenmäßig ins Abseits 3 runter aufs X. Ich kann nicht mehr interagieren und muss jetzt hier noch diesen Verteidiger bezwingen. Oh, ganz viel Resistenz. Der Verteidiger hat eine spezielle Waffe, wenn Schaden durchkommt, dann muss ich meine komplette Karte dann ablegen und damit werde ich ihn auch nicht mehr bezwingen können, außer vielleicht mit Crewmitgliedern. Das ist natürlich dann immer noch möglich. Allerdings werde ich es nicht so weit kommen lassen. Ich werde ihn im Fernkampf bezwingen. Und zwar, er hat eine Basisverteidigung von 4 über die Challenge Card 6. Wenn ich das Ganze mit Phasern mache oder Photon- und Pulsangriffen, dann brauche ich das Doppelte, weil er die Resistenz hat, also 12. Doch 12 zusammenzubekommen ist nicht wirklich das Problem. Wir spielen als erstes Research. Für den verstärkten Effekt. Ich brauche dafür Daten. Ich habe noch keine normalen Datenwürfel aus dem Kern genommen. Da ich dafür blaue Daten benötige, nehme ich hier diesen Joker. Und über diesen verstärkten Effekt kann ich jetzt irgendeine Aktionskarte den starken Effekt plus zwei für irgendeinen Angriff verstärken. Und das wird hier Engage sein. Long Range Attack drei machen wir fünf draus. Dann haben wir hier noch plus drei. Dann machen wir 8 draus. Und zu guter Letzt habe ich noch Shinson, Long Range Attack 4. Und dann habe ich Langreichweitenangriff 12, um diese Verteidigung, diese recht starken Verteidiger, zu bezwingen. Räumen wir noch auf. Diese Würfel gehen ungewürfelt in den Datenkern zurück. Das geht alles raus. Fähigkeit machen wir wieder bereit. Für den nächsten Zug, falls ich noch einen machen sollte, aber glaube ich eher nicht, ich habe nur noch eine Karte. Und wir legen Gold zurück. Markieren wir noch den Klasse M-Planeten, dass er uns gehört. Wir haben ihn unterworfen. Wir bekommen als Belohnung auch noch eine Undiscovered Card. Können aber in Zukunft hier nicht mehr für diese speziellen Aktionen trainieren oder uns heilen oder sonstige Sachen machen. Die spezielle erweiterte Aktionskarte, die im Angebot der Einheiten zu finden ist, die bleibt jetzt noch für diese Runde liegen. Mit Beginn der nächsten Runde zählt dieser Klasse M-Planet aber nicht mehr dazu. Das heißt, es wird dann keine neue Karte für diesen gezogen. Legen wir noch die Datenwürfel zurück in den Kern und holen uns unsere Belohnung in Form einer Undiscovered Card. Die Karte da oben, Changeling, das heißt nicht Challenging, sondern Changeling, geht darum, Crewmitglieder auszutauschen, ohne eventuell die Kosten dafür bezahlen zu müssen. Aber ich denke, das ist für mich nicht so das Richtige. Ich hatte ja das letzte Mal schon mit dieser Karte gehadert, ob ich sie nehme oder nicht nehme. Jetzt nehme ich sie auf alle Fälle, um noch ein bisschen langreichweiten Angriff zu haben. Dann rutscht dieses nach und wir bekommen Meditation. Des Weiteren, wir bekommen Erfahrungspunkte. Fünf Stück, sehr schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bedeutet ein Level Up. Wir bekommen eine neue Fähigkeit und eine neue erweiterte Aktionskarte. Die neue Karte kommt oben auf unser leeres Schiffsdeck. Und wir dürfen uns eine Fähigkeit aussuchen. Haben wir einmal diese und einmal diese. Schauen wir uns mal an, was das ist diese beiden fähigkeiten stehen wir zur auswahl des weiteren auch die von der Necwa. beim letzten aufleben hatte ich noch vergessen gehabt ein weiteres fähigkeitenblättchen der Necwa hier hineinzulegen das hole ich jetzt noch nach und da haben wir okay dieses genau das gleiche dann okay dann brauche ich die entscheidung nicht hier treffen das nehme ich auf alle fälle nicht. hier habe ich die möglichkeit normale angriffe um zwei zu erhöhen oder photonentorpedos um zwei zu erhöhen. Hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich einen violetten Datenwürfel aus dem Kern nehme, darf ich ihn ja einmal werfen. Hier dürfte ich das Ganze zweimal machen, also noch ein Extra-Mal, falls ich das möchte. Und hier bekommen wir einmal pro Zug eine Bewegung und des Weiteren würde das Aufdecken von Raumteilen nur einen Bewegungspunkt kosten. Auch nicht so der Bringer. Der Blick zu den erweiterten Aktionskarten sagt mir, ich möchte nicht die unterste haben. Deswegen muss ich mich zwischen den beiden Sachen entscheiden. Ach, die sind wirklich beide schlecht. Nicht wirklich das, was ich haben möchte. Ach, dann nehme ich halt eine Bewegung dazu. Vielleicht kann ich es mal brauchen, weil zweimal einen violetten Datenwürfel zu werfen wird zwar das Risiko etwas verringern, aber ob man das dann bekommt, was man haben möchte? Wer weiß. Zu guter Letzt kommt jetzt das normale Fähigkeitenblättchen für diese Auflevelung der Nequa dazu. Na, okay, auch nochmal Bewegung plus 2. Holen wir uns unsere erweiterte Aktionskarte. Die hier unten ist nicht mal schlecht, deswegen, ich hatte schon ein wenig überlegt gehabt, ob ich vielleicht doch den Angriff für die Necvar-Fähigkeit nehme. Allerdings macht nur der untere Effekt wirklich Sinn. Dann kann ich nämlich einen Effekt, einer Undiscovered Card Kostenfrei spielen. Da ich jetzt aber jede Menge Datenkristalle mir angeeignet habe, hoffe ich, dass ich diese Effekte auch so zusammen bekomme. Und deswegen werde ich wie beim letzten Mal hier auf Experience gehen und dann rückt das Ganze nach. Und wir haben okay, unkonventionelle Taktiken. Auch diese Karte geht oben auf unser Schiffsdeck. Wir ziehen gleich nach. Das sind alle Karten. Haben wir noch drei auf der Hand. Und des Weiteren müssen wir noch unsere Challenge-Card austauschen. Mal sehen, welche Karte als nächstes kommt, obwohl sie, glaube ich, nicht mehr allzu großen Effekt haben wird. Denn es ist nur noch Kahns Flotte in der Nähe. Und das sind auf alle Fälle mehr Token. Okay? Superior Intellect für das nächste Einzeltoken. Was macht Kahn? Wird er weiter Tierchen einsetzen? Nein. Er wird auf alle Fälle aktiviert. Er möchte dafür blaue oder alternativ weiße Daten benutzen, doch da hat er Pech, da liegt nichts im Datenkern. Dieser bleibt unverändert und danach bewegt er sich ein Feld direkt vorwärts. Die Bewegung somit direkt hier auf diesen Klasse K-Planeten. Wieder auf zwei Felder Distanz. Aber es ist erstmal vollkommen egal. Ich werde jetzt eh das Rundenende einläuten. Und zu Beginn der nächsten Runde muss ich irgendwie versuchen, hier angrenzend zu meiner Raumbase zu kommen, um ein größeres Kartendeck zu haben. Da müsste ich aber eigentlich vor ihm dran sein. Aber das wird mir vielleicht gar nicht gelingen bei der Taktik, die ich vorhabe. Aber selbst wenn er angreifen sollte, habe ich dann eine recht gute Karte in Hand. Hoffe ich jedenfalls, dass ich ihm wenigstens etwas die Stirn bieten kann. Doch wie dem auch sei, das werden wir alles erst nächste Runde erfahren. Ich möchte das Rundenende einläuten, mache also meine ganzen Crewmitglieder wieder bereit, lege die... Karten auch in die Ablage und auch die Fähigkeiten werden wieder bereit gemacht. Die habe ich gar nicht eingesetzt. Ich bin so schnell durch mein Kartendeck gerannt, dass ich gar keine Anwendung dafür gefunden habe. Die untersten Karten gehen wieder weg und dann bekommen wir Flexibility und bei den Undiscovered Cards ist es Warp Manipulation. Okay, dann werfen wir gleich den Datenkern neu. Und haben zwei schwarz, ein gelb, ein blau. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht hinsichtlich der schwarzen Daten und der Undiscovered Card. Jetzt bräuchte ich sie nur noch auf der Hand. Wir rücken dann vor in Runde 5. Dann haben wir das Einheitenangebot, welches wir komplett abräumen. Wir haben einen Klasse m planet noch, welcher uns trainieren lässt. Deswegen kommt nur eine neue Karte hinzu. Superior Navigation. Und wir bekommen neue Crewmitglieder. Beverly Crusher, die Schiffsärztin. Dann haben wir Mirock. Wir haben First, ein Borg. Und wir haben Nevek. Okay. Ich glaube, alle diese Crewmitglieder sind jetzt nicht unbedingt die, die ich benötige. Vielleicht First als Borg, weil er halt gute Angriffswerte und Schildwerte hat, aber ansonsten bin ich mit den Crewmitgliedern, die ich bereits habe, recht zufrieden. Ziehen wir unsere Kartenhand auf. Unmodifiziert 6. Ich benötige. Damit ich weiß, was ich für eine Taktik wähle, wenn möglich Bewegung. Bewegung wäre jetzt sehr gut, da komme ich nämlich neben meine Romulanische Raumstation und wenn bitte viel Bewegung. Wir haben Creativity und das nützt uns da nicht. Engage, naja. Battle Stations, Tactics, Full Speed Ahead, das hilft und wir haben noch Explore, sehr gut. Das könnte helfen. Da bin ich etwas flexibler, was die Taktiken angeht. Doch welche Taktik es sein wird, das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Ich werde mir jetzt genau Gedanken machen, wo ich eventuell aus den Taktiken für mich den größten Vorteil herausziehen kann. Liebe Freunde, an dieser Stelle nochmal eine kleine Pause. Wir befinden uns zu Beginn von Runde 5 und ich denke schon, dass die nächste Ausgabe dafür Sorge trägt, dass wir Kahn angreifen werden, in der Hoffnung, dass wir ihn auch bezwingen können. Wie das genau funktioniert, was es da für Optionsmöglichkeiten gibt, das werden wir dann das nächste Mal kennenlernen. Ich hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid, dass ihr ein wenig Spaß an der Reihe habt. Wenn ja, hinterlasst mir einfach einen Daumen nach oben. Das hilft mir immer. Ich wünsche euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Gino.